Wie sieht der? Ein kleiner Junge mit einem kleinen Phosphorballon. Und einer Pfanne auf dem Kopf, einer blauen Brille. Der wird bestimmt gemobbt in der Schule. Allein schon wegen dem Zahn. Was macht der denn? Ich glaube, der braucht Hilfe, oder? Ah, der kommt irgendwo nicht ran. Und nicht an seinen Ballon, oder? Moment, ich muss mir mal kurz den Phosphorus. Sie spenden Licht und Wärme, essen nichts und machen keinen Krach und keine Abgase. Praktisch, aber sie brauchen Wind, um zu leuchten. Cool. Boah, ich hätte voll gerne einen Phosphorus. Mann, das wäre cool. So, Junge, was ist denn los? Können wir dir helfen? Wir beobachten ihn erstmal. Der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Hallo, Kleiner. Hallo. Freund oder Feind? Freund? Feind? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Betze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Aber natürlich. Natürlich, ich will eine Karte finden, eine Phosphor in meinem Topf oder was will ich denn überhaupt haben? Ich möchte gerne eine. Ich will deinen Phosphorballon. Ist das dein Phosphor? Ja, es heißt Phos. Ich habe ihn. Oh nein! Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Die Stimme. Ja, ja, befreit. Höchste Turm auf meinen Phosphos. Topf, was hast du denn da auf dem Kopf? Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Ja. Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer. Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort... Ja? Ja! Oh. Der ist ja putzig. Karte, was hast du denn da für eine Karte? Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilien. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie... Oh. Ja, geil. Aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Mann, der hat's aber faustdick hinter seinem Topf, ey. Alter Schwede, ey. Schatz der Basilien. Heißt es nicht Basilien? Was ist denn der Schatz der Basilien? Der Schatz der Basilien ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Mhm. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Ja? Was genau haben die Basilien in diese Kiste reingetan? Ihre Augen. Was? Git? Was willst du denn damit? Keine Ahnung. Ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Mal einen Blick drauf werfen, ne? Dann... Ja. So, meine Freunde. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Gehen wir... Achso, wir sind ja wieder... Ich vergesse mal, dass wir hier noch mitten im Menü sind. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Schütte! Detze. Okay. Nein, das ist natürlich kein Spiel. Such ruhig diesen Schatz in diesem total gefährlichen Wald und geh am besten alleine. Und dieser Blick alleine schon. Ja, ich habe meinen Freund angebunden und auf einmal war er dann... ja. So, in die Bar. Heute Kieferbrecher, Aspiri. Ach, das kostet nur Aspiri? Vielleicht kriege ich die runtergehandelt auf Asp. Ich weiß es nicht. Müssen wir dann mal schauen. Okay, das kennen wir ja schon. Eine Kellerluke. Ach komm, wir gehen jetzt mal in die Bar rein. Lalalala. Laden.
Laden? Laden. 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 Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Was für eine elegante Nase. Oh, ein Phosphor, aber ein ausgewachsener. Die sieht aber irgendwie griesgrämig aus. Was ist das? Ein Wulluf, okay. Ein Kaugummiautomat, ein schlafender Gast, eine Kiste mit einem toten Kopf drauf. Oh, ein Windmönch. Moment. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Nein. Aber das Kind wollte ja diesen bestimmten Stoff, dessen genaue Bezeichnung ich gerade vergessen habe. Aber ich weiß, dass Windmönche diesen Stoff haben. Dann können wir den vielleicht irgendwie besiegen hier im Glücksspiel oder so. Dann kriegen wir den Stoff. Na komm schon, komm schon. Oh Mist. Hallo. Wow. Ihr seid doch mal Leos, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilien, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich... Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Ja, ich wollte dir ein paar auf die Nase geben, aber die ist ja schon so krumm. Automat, Laura. Ja, komm. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Meditiere, natürlich. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Nein. Spaß. Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was... Ich suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet, ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt. Macht Sinn. Irgendwie... Was? Religion darf keinen Spaß machen? Und übrigens, die Erleuchtung, die ist eben hier vorbeigelaufen. Aber die ist jetzt schon wieder über alle Berge. Laura. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Aus dem Wurzelwald? Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Dann habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Ja, so ganz hell ist... Der Robert! Robert! Nicht. Okay, der weiß gar nichts, der meditiert hier am Glücksspielautomat. Natürlich gut, lassen wir ihn doch mal jetzt weiter meditieren. Gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Ja. Spielsucht, Kinder. Bleibt da fern. Wisst ihr Bescheid? So, ein Kaugummiautomat. Da könnt ihr dann hingehen. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Nein. Da. Man muss eine Münze einwerfen. Korken geht wahrscheinlich weniger. Da ist noch ein Phosphor. Können denn hier spielen? Nee, Bar verlassen. Spielautomat. Moment. Guck mir den mal an. Mal sehen, wie das funktioniert. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Ja, du hast das Prinzip gut verstanden. Nein, der wird gerade benutzt. Und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Und wir müssen den Stoff besorgen. Wenn wir jetzt an diesem Faden mal ziehen, der natürlich sehr, sehr lose da in der Luft hängt und keiner bemerkt ist. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Nö. Ich will nochmal. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Nö. Wir müssten nur einmal irgendetwas finden, damit wir den Drehstuhl ölen können. Vollkommen eingerostet. Ja. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Na gut, dann gucken wir uns erstmal weiter um. Was haben wir denn hier noch? Einen Gast. Dann fragen wir den nochmal. Ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter. Was auch immer er da tut. Der betrinkt sich. Das ist ungefähr der gleiche Zustand, wie ihn eben der Regenwurm hatte. Was steht da? Starter, was? Ophelius? Otilius? Starter? Pilot? Pilot? Aspiri. Okay. Dann gehen wir doch mal zu der netten Bardame an der Bar. Hallo,
Leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Ich hätte gerne eine warme Milch. Hätten Sie die auch im Angebot? Vielleicht eine warme Milch, bitte? Wuluf? Windmensch? Laura. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Das ist natürlich schade. Und was ist mit dem Windmönch? Was hat es mit dem auf sich? Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Ja. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh. Als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaub ich's nicht. Ja, so, was hat es mit dem Wolof da auf der Bardege zu tun? Oh, ein kleiner Wolof. Wolof. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Mhm. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer cool. Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Wie, ich dachte, der macht sowieso den ganzen Tag nichts, dann hat sich ja nichts geändert. Mit offenem Mund. Und aber cool, hier so als Kleiderständer, hat natürlich jetzt seinen Nutzen gebracht. Die Spinne ist auch cool. Eine einäugige Spinne. Ja. Finde ich schon cool, aber so ein Wolof wäre auch cool. Würde ich mir einfach auf die Couch legen, so als Kissenersatz oder so. So, hier was zu essen. Achso, natürlich, kann man da irgendwas... Aber das hatte ich doch schon. Sitzt er denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Behalte deinen Straps mal, lieber. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Bleib einfach mal auf der Spur von Laura. Vielleicht zeigt sie dir ja ihren oder schau dir mal dieses Bild an. Aber das ist ein anderes Thema, Robert. Denn wir müssen mal mit diesem Betrunkenen da reden. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Danke. Was hat die denn für eine Mütze? Ach so, das war sie wahrscheinlich früher mal, oder? Moment. Kann man Nein, das mitnehmen? Das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Moment. Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen machen kann. Das wollen die meisten aber, glaube ich, nicht hören. Ja. Hey, Kiste. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Oh. Lavaströmer. Können wir vielleicht irgendeinem hier anbieten. Oder dem Baby, damit es ihm wieder warm wird. Was steht da? Achso, nein. Nein, nein, ich wollte doch nur... Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Sehr Fehler vernünftig. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Süß, aber du lebst ja noch. Insofern kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Was ist denn hier? Das ist ja ekelhaft. Wolof.
Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Kanarienvogel? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Hund? Katze? Schinken!